Bastelzeit. Heute mal wieder ein bisschen was aus dem Serverbereich. Und ja, das hier ist ein Update zu einem Video, was wir schon mal hatten. Vor einiger Zeit hatte ich nämlich mal gezeigt, wie mein selbstgebautes Storage-System aussieht, was ich mir mit einem SAS-Expander aufgebaut habe. Und da habe ich auch noch so ein paar Sachen erwähnt, die ich dann heute mal endlich lösen möchte. Gerade nochmal zur kurzen Zusammenfassung. Mein System hier, das basiert auf SAS, das ist Serial Attached SCSI. Wenn man es ganz stark vereinfacht, ist das sozusagen ja, SATA für Server. Das heißt, ich habe die Festplatten, das sind ganz normale SATA-Festplatten, die reichen für mich aus. Die sind dann nicht ganz so haltbar, meistens wie die SAS-Festplatten, eventuell nicht ganz so schnell, aber für meine Zwecke okay. Die hängen an sogenannten Backplanes, das ist im Prinzip einfach nur ein Adapter fürs Kabel. Und hinten dran ist bei mir ein sogenannter SAS-Expander. Kann man sich vorstellen als wie ein USB-Hub, aber für Festplatten. Das heißt also, ich kann hier mit diesem System insgesamt theoretisch 24 Festplatten benutzen. Dieser SAS-Expander, der ist aber wie gesagt nur ein Hub. Das muss natürlich noch irgendwo hingehen. Dafür ist in meinem Server diese Karte hier. Das ist ein sogenannter HBA oder eigentlich ein RAID-Controller. Und ja, der Stecker, der da drauf ist, das kann man grob übersetzen mit 4 SATA-Anschlüssen. Die gehen zu dem Verteiler und werden da verteilt. Und die steckt halt ganz normal per PCI Express im Server, also Verbindung da. Aber, und das hatte ich damals auch schon erwähnt, hier diese Karte oder allgemein solche Karten haben ein ziemliches Problem. Nämlich die günstigen, das ist zum Beispiel hier der SAS 1064E, die haben ein Limit mit der Adressierung drin und das führt dazu, dass Festplatten nur so bis ungefähr 2,5 Terabyte Maximalgröße gehen. Wenn man eine größere Festplatte reinsteckt, bei mir hatte ich zum Beispiel eine 3 Terabyte mal probiert, die wird nicht richtig erkannt. Und naja, heutzutage möchte man ja eigentlich eher größere Festplatten. Was ist heute aktuell? Keine Ahnung, 15 Tera, 20 Tera pro Platte. Und naja, theoretisch kann man natürlich viele kleine Platten haben, aber eine große ist dann am Ende die Ausfallwahrscheinlichkeit häufig ein bisschen geringer und ja, nicht zu vergessen Stromverbrauch natürlich. Das heißt also, ein Problem, was ich da habe, ich brauche einen anderen SAS-Controller, der auch größere Platten kann. Und was ich auch gerne hätte, wäre ein SAS-Controller, der 2 von diesen Anschlüssen hier hat. Denn auch mein SAS-Expander hat im Prinzip 2 Anschlüsse als Eingang. Und das kann dann in 2 Arten genutzt werden. Das erste ist einfach, um die Bandbreite zu erhöhen. Wenn wir statt 4 Datenkanälen plötzlich 8 haben, haben wir natürlich auch theoretisch die doppelte Bandbreite. Und was auch dazu kommt, wenn ein Kabel mal irgendwie kaputt geht oder sowas, kann die ganze Geschichte über das zweite Kabel weiterlaufen. Das heißt also, wir haben auch bei der Verfügbarkeit ein paar Pluspunkte. Nun hatte ich damals am Ende vom Video gesagt, ich habe da was. Na, das war vielleicht ein bisschen zu groß getönt, wie man eventuell vermuten kann, wenn das Video jetzt hier ein paar Jahre später kommt. Denn die Sache ist, ich habe noch einen Controller gefunden, der sah auch ganz gut aus, aber ja, nach dem Einbau habe ich festgestellt, auch das Modell hat ein 2 Tera Limit. Von daher, ja, fail. Und ab da, ne, theoretisch wollte ich mir immer mal eine neue dann kaufen, wenn ich keine hier aus meinem Bestand rausziehen kann. Dann ja, muss was Neues her, aber die sind immer so bei 50, 60 Euro gewesen. Das ist happig und das nur dafür, dass größere Platten reinmachen kann, obwohl ich noch keine habe, hat sich für mich nie ergeben. Bis ich dann irgendwie da beim Chinesen gelandet bin, weil da war plötzlich so eine von den Karten für 20 Euro drin. Dafür kann man es mal versuchen. Also bestellt und hier ist sie. Dieser wunderbare Kiste kam bei mir an, kam zum Glück aus einem europäischen Warenhaus, also ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt noch die halbe Welt bereist hat. Und wenn wir mal aufmachen, sieht das hier so aus. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben rechts unsere beiden Anschlüsse, das heißt, wir haben jetzt 2. Unten immer noch PCI Express, wir haben sogar alle Slotblenden hier dabei. Und das Einzige, was ein bisschen auffällig ist, in der Mitte das Logo, da steht Fujitsu. Ja, das Ding hier ist eigentlich für Fujitsu-Server gedacht. Ich glaube, Primergy müssten die offiziell heißen. Und ja, Modellnummer hier von dem Ding, das ist die ICT1607. Neupreis von dem Ding 400 Euro. Ja, ich glaube, für 20 kann man die dann mal mitnehmen. Und wie auch schon bei den letzten, diese Karte hier ist eigentlich nicht von Fujitsu selber gebaut, sondern die wird am Ende hinten dran von LSI bzw. heute Broadcom hergestellt.
Original müsste die unter dem Namen Mega Raid 2008 gelaufen sein, hat einen PCI Express 8-Fach-Slot und die Datenübertragung ist 6 Gigabit pro Sekunde. Also ich glaube, die alte war nur 3 Gigabit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt also auch da theoretisch höhere Bandbreite. Praktisch halt fraglich, inwieweit die dann wirklich am Ende ankommt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob mein Expander das kann, aber ja, bei Festplatten ist das nicht wirklich so groß relevant und SSDs hat man heute ja eher an M.2 oder was auch immer direkt am PCI Express Bus da hängt. Gibt aber auch hier wieder eine Einschränkung, denn auch diese Karte hier ist eigentlich ein RAID-Controller. Das heißt, diese ganze Verteilen von den Daten möchte diese Karte eigentlich gerne in Hardware machen. Und ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, ich mag das nicht, wenn das in Hardware ist. Ich mache das lieber in Software. Da weiß ich, wie es funktioniert. Da weiß ich, dass ich jederzeit, auch wenn die Karte kaputt ist, die Festplatten einfach an irgendeinen anderen PC mit der Software werfen kann und nicht in irgendwelche Probleme laufe, dass da dann Dinge nicht mehr sauber lesbar wären. Von daher ist das für mich da sinnvoller. Aber auch hier haben wir das Glück, dass man die Firmware ändern kann, denn LSI hatte früher für fast alle Karten ein entsprechendes BIOS oder eine Firmware zur Verfügung gestellt und damit kann man dann wechseln zwischen dem aktuellen Modus, dem RAID-Modus oder dem sogenannten IT-Modus, was das Ganze dann zu einer HBA macht, einem Host-Boss-Adapter. Das heißt, dann, wenn wir diese Firmware drauf haben, fällt die komplette RAID-Funktion weg und wir können vom Betriebssystem jede Platte direkt ansprechen und dann auch mit allen Funktionen, die wir so haben wollen, also auch Smart-Status, Temperaturüberwachung etc. etc. Genau das, was ich haben möchte. Einziger Haken an der Sache, wie schon gesagt, LSI oder früher 3Ware wurde inzwischen von Broadcom aufgekauft. Ich weiß nicht, ob sie noch 1000 Mal verkauft worden. Ich blicke da jetzt langsam nicht mehr durch. Entsprechend ist auch die Webseite 200 Mal umgebaut worden. Und ja, gerade mit hier solchen älteren Karten ist es dann ziemlich schwierig, auf der offiziellen Webseite noch irgendwas zu finden. Im Internet fliegen diverse Drittanbieterseiten rum, wo sich die Daten dann finden lassen, inwieweit die Lizenz haben, die Daten weiter zu verteilen. Sei mal dahingestellt, aber wer sucht, findet auf jeden Fall auch noch hier die passende Firmware. Ich würde sagen, damit gehen wir noch mal eine Runde basteln und bauen hier diese wunderschöne Karte so um, dass wir entweder 2x4, also 8 SATA-Festplatten direkt anklemmen können. Das geht dann auch mit einem normalen PC. Oder in meinem Fall mit so einer entsprechenden SAS-Expander-Karte das Ganze dann auf 24 oder gar mehr Festplatten aufbohren können. Und ja, das dürfte dann mehr als ausreichend Speicher sein. Also, ich suche mal einen Rechner und dann gehen wir mal das Ding umflashen. Also, ich habe mir dann mal den erstbesten Rechner hier gekrallt, der PCI Express hat. Habe dann die Karte da eingebaut und nach dem Einschalten, hey, blinkende LEDs sind immer gut, also irgendwas läuft. Und auch auf dem Bildschirm, nachdem das BIOS durch ist, sehen wir hier, das Ding ist offensichtlich erkannt. Wir haben hier einen LSI RAID Controller, können mit der üblichen Tastenkombination auch in dieses Web-BIOS rein, mit diesem wunderschönen WordArt hier. Das ist quasi so eine Art BIOS mit Maus, wo man dann Adapter-Konfigurationen sich angucken kann. Oder was ich erstmal gemacht habe, das Ding auf Werkszustand setzen, dass alle alten Konfigurationen da erstmal runter sind. Also prinzipiell sieht das schon gut aus, wird alles erkannt, also begeben wir uns mal an die Firmware. Und dafür braucht man als erstes einen Stick mit FreeDOS und den entsprechenden Dateien. Das kann man zum Beispiel unter Windows mit Rufus machen oder unter Linux einfach mit dem DD draufhauen. Davon booten dann entsprechend den USB-Stick als Boot-Device im BIOS auswählen. Meistens gibt es irgendwie eine Taste F12 oder einfach Enter drücken. Hab dann von dem Stick gebootet und das sieht schon mal gut aus. Wir bekommen hier unsere DOS-Oberfläche. Lang, lang ist's her. Und dann muss man ja einfach nur noch dem folgen, was auf der Anleitung steht, richtig? Ja, fast. Denn ich habe dann hier erstmal geguckt. Mit dir, da haben wir unsere SAS2Flash.exe. Das ist genau die, die ich auch da benutzen wollte. Hab's eingegeben und dauert dann einen kleinen Moment. Womit begrüßt er mich dann am Schluss? Error, fail to initialize PAL, exiting program. Und das macht er auch jedes Mal, egal was ich versuche aufzurufen. Ja,
Also, was soll uns das jetzt sagen, fragt du in Schleiß PIL. Die Verbindung zur Karte ist doch da, wir haben sie doch im BIOS gesehen. Oder im EFI. Naja, genau da ist unser Problem. Dieses SAS-2-Flash-Utility, was man hauptsächlich findet, wenn man so im Internet rumsurft und nach entsprechender Firmware guckt. Das ist schon ein bisschen älter, das ist von 2014. Und das geht davon aus, dass der PC mit einem BIOS läuft. Der PC hier läuft mit einem UEFI. Das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt nämlich, ja, wenn ihr hier jetzt fragt, hallo liebes BIOS, wo ist denn mein Controller? Dann antwortet das UEFI, was? BIOS? Hä? Naja, so kommen wir also nicht weiter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man schnappt sich irgendein altes Mainboard, was noch BIOS hat. Das würde aber voraussetzen, dass ich aufstehe und laufe. Bin ich zu faul für. Glücklicherweise, was ich noch gefunden habe, ist ein anderes Paket. Das hat neben der SAS-2-Flash-Echse in einer speziellen Version auch irgendeine UEFI-Binary dabei, die dann da ein bisschen aushelfen kann. Mit der dürften wir auf jeden Fall deutlich mehr Chancen haben. Ich habe die jetzt zusätzlich noch auf den USB-Stick draufgezogen und ja, ab da machen wir dann mal weiter. So, im ersten Schritt gehen wir hin und booten in den Legacy-Modus. Das müsste das FreeDOS hochfeuern, was wir eben schon hatten. Use German Layout, kann ich mit leben. Und wenn wir hier gucken, da haben wir unsere ganzen Dateien, die wir eben hatten, die wir drauf kopiert haben. Was wir jetzt hier nutzen, ist die 1.bat. So, die sehen wir ja schon, der führt diesen Befehl hier oben aus. Und zwar sucht er die SAS-Adresse. Und wir sehen hier, er zeigt sie jetzt hier an. Das ist also die Adresse von unserer Datei. Und er hat die jetzt hier gespeichert als sas_addr.txt. Die sehen wir aktuell hier. Die ist jetzt neu angelegt worden. Sehen wir hinten auch aktuelles Datum drauf. Nächste ist dann offensichtlich die 2.bat. Mit 2.bat legen wir ein Backup von dem Boot-Gedönse-Firmware-Ding an. Das heißt also, Chip ist in Fusion Mode, Success. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Backup angelegt als 0-sbr.bin. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, können wir dahin mit etwas Glück zurückgehen. Das nächste ist, das Ding in den Flash-Modus zu versetzen. Oder Clean Flash-Modus heißt das Ding. Das geht mit der 3.bat. Wichtig dabei, der kann manchmal fehlschlagen. Wenn das fehlschlägt, dann sollten wir abbrechen. Wir sehen jetzt hier Erasing Flash Chip, 16 MB, completed 10%. Also, das Ding löscht jetzt quasi die komplette Firmware. Und das ist jetzt der Moment, wo ihr möglichst keinen Stromausfall haben wollt. Denn dann ist halt nichts mehr da drauf. Okay, Success klingt gut. Das nächste ist eine 4. Allerdings, wenn wir hier reingucken, da sind sie. Es gibt zwei Dateien, und zwar 4-11 und 4-21. Ihr müsst auf das Typenschild von der Fujitsu-Karte gucken. Meine ist eine A21-Karte, deswegen nutze ich hier als nächstes die 421.bat. Wenn ihr eine 11er-Karte habt, muss es natürlich die 4-11.bat sein. So, wir sehen hier einmal Success, das sieht auch gut aus. Der hat jetzt mehr oder weniger die Kartennummer geändert. Und last but not least 5.bat, der macht wieder ein Clean Flash, sodass wir da eine saubere Firmware haben. So, damit sind wir hier drin fertig. Als nächstes starten wir neu und dann diesmal in die EFI-Shell rein. Das heißt, ich drücke einmal STRG ALT entfernen. Dann warten wir wieder, bis das unser Bootmenü da ist. Das ging diesmal deutlich schneller. Man merkt, das Ding hat kein BIOS mehr drauf. Diesmal dann in EFI rein. Okay, der hat jetzt hier direkt in die Shell reingebootet. Dadurch, dass ich die ZIP drauf gemacht habe, ist da sonst nichts mehr drauf. Was wir jetzt machen müssen, ist erstmal das Filesystem von unserem USB-Stick uns suchen. Das ist FS1 bei mir hier. Also FS1, Mount FS1, FS1 Doppelpunkt. Und wenn wir ein DIR machen, kriegen wir die ganzen Dateien. Das sieht doch schon mal gut aus. Wunderschön. Was wir jetzt machen wollen, ist 6.nsh. Damit wird die versucht, die IT-Firmware auf die Karte zu schreiben. Das wird jetzt teilweise fehlschlagen. Also ihr seht, er erkennt die Karte. Die ist hier auf jeden Fall da.
auch wenn es ein SAS 2008, was auch immer das ist. Der wird jetzt hier fehlschlagen, weil er den Adapter nicht sauber resetten kann, einfach weil keine vorherige Firmware da ist. Das ist normal, kein Fehler. Genau, Adapter Reset failed, unable to process. Macht nichts, wir starten jetzt einfach nochmal neu und gehen wieder da rein. Wieder in UEFI und auch hier Mount FS1. FS1 Doppelpunkt, sodass wir wieder drin sind. Und jetzt wollen wir die 7.NSH. Die flasht das Ganze jetzt nochmal darüber. Hinweis dabei, wenn ihr hier den Befehl euch anguckt, der schreibt beides. Der schreibt die Firmware und ihr habt eventuell gesehen, dahinter war noch ein Minus B. Das heißt, er schreibt auch das BIOS da drauf. Wenn ihr bei eurem System nicht die BIOS-Funktion nutzen wollt, das heißt also IT-Modus, macht ja nichts aus, da braucht man kein BIOS, und auch so erweiterte Features nicht nutzen wollt, wie zum Beispiel Staggered Spin-Up, dass er die Festplatten nacheinander einschaltet, kann man das BIOS auch weglassen, dann bootet der Rechner am Ende schneller. Ihr habt ja gerade gesehen, ohne BIOS ging das gerade deutlich schneller. So, was wir jetzt machen wollen, ist 8NSH. Der zeigt uns einfach nur nochmal die Nummer an. Und was wir dann last but not least machen müssen, ist jetzt die SAS-Adresse wieder draufschreiben. Das ist der Befehl sas2hux.efi, dann minus o, minus sas add, minus im Übrigen am besten über den Nummernblock zu erreichen, ist englische Tastatur gerade. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist diese Adresse wieder hinzufügen, die wir das Ding vorher hatte. 500 300 5701 ABB 150. Dann haben wir auch wieder unsere richtige Nummer hier drauf. So, gucken wir, was das tut. Resetting Adapter, SAS Address successfully programmed. Klingt gut. Wir müssen im Übrigen nicht zwingend dieselbe SAS-Adresse benutzen. Es reicht im Prinzip auch, die sich selber eine auszudenken. Es dürfen halt nur nicht zwei gleich in einem System oder einem Netz sein. So, wie wir sehen, der bootet jetzt wieder mit einem BIOS. Das heißt, es dauert wieder länger. Aber diesmal klappt meine Tastatur. Wir gehen wieder auf den USB-Stick, diesmal im FreeDOS, also dem Legacy-Modus. Und führen die 421 in dem Fall nochmal aus. Beziehungsweise 411, wenn ihr eine 11er-Karte habt. Und der hat jetzt nochmal dieses Ding drauf programmiert, diese SWR, den Boot-Rekord. Das sollte im Prinzip jetzt alles sein. Mit etwas Glück haben wir jetzt hier die Karte fertig im IT-Modus. Wir booten einfach mal neu und gehen ins Utility, was er da sagt. Da gab es ja irgendwie auch so STRG C, glaube ich, hatte ich gerade gesehen. Was er für eine Version hat. MTP to BIOS, IO, das sieht gut aus. Initializing, okay. STRG C, SAS Configuration Utility is invoked. Okay. Und hier können wir die Firmware sehen. Ah, das ist schon mal gut. Er ist im IT-Modus. Das ist schon mal gut. Und wir haben die Version 20.00.07.00. Jetzt gucken wir gerade nochmal, welche war die aktuellste. Das sieht sogar richtig aus auf der Webseite. Das ist auch die 20.00.07. Also können wir alles so lassen. Wir sollten jetzt fertig sein. Und im Prinzip, wenn wir jetzt hier neu starten, ich glaube, hier habe ich, ja, hier habe ich sogar noch Linux drauf, dann sollte der einfach als HBA auftauchen und uns die Festplatten direkt anzeigen. Sind zwar jetzt keine angeschlossen, aber gucken wir mal, was er draus macht. Also warten wir mal eine Runde. PCI und wir haben einen SCSI Storage Controller, SAS 2008, MPT Fusion, SAS 2 Falcon. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ich werde es wahrscheinlich einfach direkt einbauen. Er zeigt ja im BIOS an, dass es der IT-Modus ist. Von daher, das sollte passen. Also Power off und zack. Also nehmen wir uns die mal wieder hier raus. Zack. Und dann können wir die jetzt in unseren Server stecken. Dummerweise heißt das aber auch, dass der Server aus muss. Also Power off und ja. Schlecht für die Dienste, gut fürs Gehör. So, also schauen wir mal. Das hier ist der Expander, den ich da habe. Bisschen verstaubt, aber... Yep, hier ist der erste Kanal, der momentan in Richtung vom Server läuft. Und was haben wir hier? Ist das der zweite Port?
Ich muss den ja rausholen und mal suchen. Und yep, das ist die beiden Ports. Das ist 8, das ist 9. Die gehen in Richtung Controller. Und ich wechsle hier das Kabel direkt aus. Ich habe hier noch welche gefunden. Die sind nämlich länger. Das dürfte ein bisschen helfen. Also nehmen wir das hier mal auf Seite. Machen stattdessen hier die zwei rein. Ich sollte so vielleicht noch beschriften, welcher die 1 ist. Ne? Das ist die 1. So. Die 1 kommt dann, also das erste Kabel kommt auf den Port Nummer 8, den ersten Richtung PC. Dachte ich, wenn es passt. Jetzt aber. Und der zweite dann auf die 9. Und der stellt dann den zweiten Kanal her, der dann entsprechend ja, theoretisch mehr Bandbreite und mehr Redundanz heißen sollte. Okay, das sieht gut aus. Haben auch noch genügend Platz. Hier hinten hängen sogar noch 3 Anschlüsse für weitere Festplatten, die ich da mal erweitern möchte. Und wie wir sehen, hier sind auch noch zwei sogar. Noch 8, also 2 Anschlüsse A4 Festplatten frei. Das heißt, wir könnten also nochmal 8, 9, 10, 11 Festplatten hier zusätzlich dranhängen. Momentan aber keinen Bedarf. Ist schon mehr als genug. So, den klemmen wir wieder hier rein, dann ist er im Luftstrom. Kabel sind schon nach hinten rausgeführt und dann kann der hier wieder zugemacht werden. Und dann schauen wir mal, wie es hier drin aussieht. Ups, hier liegt noch, was ist denn das? Irgendeine alte Grafikkarte, ATI. Ich glaube, die brauchen wir hier nicht im Server. Okay, legen wir die mal auf Seite und schauen stattdessen, was hier drin los ist. Okay. Der interne wird auch genutzt, aber da hängen die SSDs zum Booten dran. Das macht es für mich natürlich jetzt direkt nochmal eine Runde einfacher. Das heißt, ich muss einfach nur Diskkram hier rausholen. Und stattdessen holen wir uns die, in Anführungszeichen, neue Karte. Das ist die hier. Slotblende sollte ich eventuell noch abschrauben. Und das Kabel wollte ich noch tauschen. Ne? Das sollten wir eventuell noch tun. Das hier war das, was ich abgeklemmt habe. Und irgendwo liegt bestimmt hier auch die 2 neuen. Ja, nehmen wir die. Die sollten wir dann ins Innere vom Server verfrachten. Okay. Sieht doch schon mal gut aus. Sitzt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Deckel drauf und Ding wieder in Betrieb. Erstes Lebenszeichen kurz nach dem Einschalten. Naja, kurz ist relativ, aber ich kriege meine Liste hier von diesem BIOS von der Karte. Das heißt also, die Karte wird erkannt. Die Karte findet auch meine Festplatten, wie es aussieht. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Und auch hinten drin im Betriebssystem alle Festplatten da werden direkt angesprochen. Ich muss nichts umstellen, dadurch, dass ich entsprechend über die UUIDs bzw. Seriennummern könnte man grob übersetzen von den Platten arbeite. Wurde alles direkt automatisch wieder zugeordnet. Ich musste keine Einstellung machen wegen diesem Dual-Channel, könnte man sagen. Also, dass ich jetzt 2 Kabel bis zum Expander habe, mehr Kanäle, mehr Redundanz, nichts umgestellt. Es läuft einfach so. Das ist halt das Schöne an so SAS oder solchen Sachen, wo wirklich alles im Standard quasi drin ist. Da kann man im Prinzip stecken und machen, was man will. Hat keine große Arbeit damit und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, hier bei mir ist es jetzt kein Problem, wenn ich eine Config-Datei anpassen muss. Aber stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwie in einem Rechenzentrum, wo ihr irgendwie reihenweise Racks habt mit solchen Storage-Systemen und ihr wollt irgendwas ändern. Da will man sich nicht hinsetzen und da Config-Dateien anpassen oder ähnliches, sondern man will einfach hingehen, altes raus, neues rein, Thema gegessen und dann läuft die Anlage. Ja, das, was ich jetzt hier habe, sind alles noch maximal 2 Terra-Platten, aber ich habe ja schon gesagt, der Controller kann jetzt auch mehr. Das heißt, ich kann jetzt nach und nach, wenn mir irgendwelche vor die Füße fallen, mal was im Angebot ist, dann eventuell zumindest mal die Terabyte-Platten austauschen gegen was Größeres und so dann Festplatten einsparen, was dann, wie gesagt, die Zuverlässigkeit hochtreiben sollte und vor allen Dingen den Stromverbrauch runter, was halt bei so vielen Festplatten dann doch etwas ist, was man da auf dem Messgerät feststellen kann, dass halt Festplatten durchaus ein bisschen Saft brauchen, wenn diese dann rotieren. So oder so, das war ein sehr günstiger Umbau. Wie gesagt, irgendwie so 20 Euro habe ich bezahlt für die Karte. Umbau, naja, wenn man grob die richtigen Dateien findet, dann geht das auch halbwegs schnell.
Ist natürlich aufwendiger, als direkt eine HWA zu kaufen, aber da liegen halt auch irgendwie so ein paar Euro dazwischen. Und am Ende, ja, wie wir sehen, Festplatten sind da, ich kann fleißig weiterarbeiten, hatte jetzt irgendwie ein paar Minuten Ausfall zum Rausziehen und Reinstecken. Also auch da nichts Größeres und damit ist mein System dann wieder ein Stückchen zukunftsfähiger und tut hoffentlich auch längere Zeit, was es soll.